Der Teleporter, den Athena bei sich hatte, ist deine einzige Chance, sie da rauszuholen. Im Club ging alles so schnell, dass sie ihn nicht einsetzen konnte. Jede Wette. Mr. Shank hat ihn ihr abgenommen. Du musst ihn ihm abnehmen. Vermutlich wird er ihn um keinen Preis der Welt rausrücken wollen. Kann also nicht sein, dass du ihn erledigen musst. Schön tief ziehen. Was hast du gesagt? Wenn du eine Behandlung brauchst, immer rein spaziert. Warum ist immer nur... Ich habe die Automaten gerade erst nie gesehen, deswegen habe ich geguckt, was hier ist. Ach so. Uff. Gut. Wollte halt gerne wissen, ob hier was steht. Ja, da steht was. Sie ist am öffnen Tisch. Hi, Freaks. Sehen die Schutz aus in ihrer Gefängniskleidung? Wunderschön. Und wieder beißt einer ins Gras. Ach ja. Bin doch lustig. Hey, versuchst du es auf die heimliche Tour? Ich meine, das nennst du heimlich? Unsere Kameras haben dich übrigens erfasst. Und das ist das erste neue Fernsehprogramm seit 14 Jahren. Chess hat sogar extra Kartoffelchips gemacht. Nein. Chess ist echt nett. Hey, ich bin nicht in Chess verknallt oder so, kein bisschen. Und wenn ihr das Mädchen sucht, keine Sorge, die ist noch heil. Scheiße, nicht, dass wir ihr nicht mordsmäßig wehtun könnten. Ich glaube, ich fange gleich damit an. Chess kommt sicher auch vorbei und macht mit. Okay. Das will ich mir nicht vorstellen. Chess und Shanks. Das Ehepaar schlechthin. Effizient und effektiv. Gut. Chess, hör auf! Oh Gott, ich bin doch so kitzlig! Oh, habe ich auf den Senden-Knopf gedrückt? Mist! Hey, du willst also immer noch in meinen Palace rein? Dann bist du so gut wie tot. Alter, kann diese Kleppe mal die Fresse halten, während da jemand was sagt? Oh, ist eine Kiste. Hey, und? Mini-Steve. Ich habe Mini-Steve gefunden. Yes, der war echt winzig. Geh ich, steh. Alter, guck dir den Klebby an. Ich weiß. Du hast einen Klepper gefunden, der außer Gefecht gesetzt wurde. Such nach einem Retourkit, um wieder flott zu machen. Okay. Alter, diese Sprüche von Claptrap. Na komm, sagst du noch was? Und dieser Schuh vorne dran, ne? Mit Ohren. Da tun mir die Ohren schon nur vom Zuhören weh. Kommt ein Herzinfarkt? Soll das gehen? Kann der einen Herzinfarkt kriegen? Hä? What the fuck? Klapp. What the fuck? Wir singt da gerade. Okay. Bei mir hat er gerade einen Herzinfarkt bekommen. Bum, 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 bum. Treffe ich auch mal, danke. Ich
ja, wie die brennen. Oh. Hat sich hier freigelegt. Warum? Hast du gerade Jerome gekillt? Ach Gott. Oh. Der hatte Brustmuskeln hart wie Stahl. Wir haben immer Witze gemacht, dass die bestimmt kugelsicher sind. Sie waren es wohl nicht, armer Jerome. Dir ist ja hoffentlich klar, dass ich dich dafür fix und alle mache. Kauf dir auch eine bessere Waffe. Wer braucht schon einen richtigen Arzt? Okay, was auch immer du da gekauft hast. Mord für mich. Ja, es war klar, dass es irgendwas für dich ist. Oh. Oh, hi, Freak. Wir müssen uns alle verbrennen. Alter! Gott! Ja, habe ich gar nicht gerechnet. Oh. Ey, die okay. Scheiße. Schreck mich doch nicht. Du erschrecken, wa? Ja, ich habe mich überschrocken. Ich bin ja sehr empfindlich, es tut mir leid. Meine Schlüssel gehen alle daneben, das ist schön. Oh, hier ist ein Loch. Oh Gott, das will man nicht los. Oh Mann, du bist tot, du bist tot! Schenk wird dich abstechen, Schenk wird dir den Hals aufschlitzen, Schenk wird dir die Augen mit einem Strohhalm raussaugen, Schenk wird... So ein Ding hätte ich mir schon lang gemacht. Mr. Schenk. Ja, wieso verrückt er sich durch die Kante? Das ist ja gut. Alter, was ist halt? Ich leg dich um. Okay, warum hat er so krass kratzisch? Okay, doch. Gekillt? Ich weiß, ich hab's dir angeschafft, aber... Was hast du da so vor? Foxy redet grad. Geh, hol die Kleine. Ich melde mich. Desert Anaconda. Ermüdet Explosion. Lang und stark. Da. Ich glaub, die hast du auch, oder so. Keine Ahnung. Oder so ähnlich. Stärker hab ich sie, ja. So, da aber... geht's hier raus? Ja. Da ist eine rote Leuchte davor. Was ist? Das andere, was du aufgehoben hattest? Das wieder? Das war nur eine SMG, eine schwache. Achso. Stinknormale. Erteilt ihnen eine Lektion! Ach ja. Erwischt. Auf der anderen Seite ist auch ein Fahrstuhl. Schön, dass sie zwei Fahrstühle hier haben. Immer dieses Beleidigen von denen, das ist unglaublich. Dabei tun wir doch gar nichts. Na komm. Danke. Dann immer dieses Rumschreien. Tja. Ich lass die brennen. Schön, dass du da runtergegangen bist, extra dafür. Müllwaffen. Immer nur Müll. Ah! Oh, Druck hat er nicht mal gefunden. Dann, Quest. Hier hoch, da hoch, da. Ah. Und dann auf die Seite. Okay.
Das ist großartig. Ah, perfekt getroffen. Den gerade so komisch Geräusch gemacht, okay. Hm. Oh, Kiste. Das, die kennst du, meinst du, ne? Ja. Wie schießt denn hier rum? Hoch? Oh. Hab die Tür angeklickt. Sehr liebenswürdig, dass du mich rettest. Danke. Aber ehrlich gesagt, die haben mir gerade die Nägel gemacht und wollten dauernd über Jungs reden. Hat mir irgendwie gefallen dort. Sie waren wie Schwestern, die ich nie hatte, weil Atlas mich verführt hat, sie zu killen. Wow, das war jetzt hart, oder? Wie auch immer, ich habe jetzt keine Zeit für langatmige Erklärungen. Ich brauche den Teleporter sofort. Gib mir den PTD. Okay. Ja, bitteschön. Asina Ende. Asina ist frei, jetzt musst du nur noch deinen Hintern retten und hier lebend rauskommen. Asina ist frei, sie möchte dich in Scooters Garage in T-Bone Junction treffen. Okay. Jetzt müssen wir in die andere Richtung. Sorry, dass ich so ein Partypupser bin, aber ich muss eine Beerdigung planen und dir bei der Flucht helfen. Die Schergen meines verstorbenen Gatten werden gleich kommen. Nimm ein Monster von der alten Pier. Den Sprung überlebt ihr. Ach, und trinkt einen auf David. Ich meine, Mr. Schenk. Für mich mit. Oh, arme Moxie. Man kennt sie. Die die Waschmaschine. Zu viele Waschmaschinen. Zugestoßen? Hä? Ist hier noch ein Gegner? Oh, hi Chess! Das ist Chess. Ja. Alles klar. Da, guck mal seinen Kopf an. Okay, seine Haare sind weg. Er hatte lange, güldene, blonde Haare. Nur güldene Haare, lange, egal, irgendwas. Ja, der Haare, Punkt. Flatbop, wie kann ich befreien? Vielen Dank, Fremder, das ist für dich, es wird dir gefallen. Oh, ich habe noch was für dich, folge mir. Ja, dann. Ladies first, ne? Okay. Warte mal. Ist der gerade Treppen hochgefahren? Ja. Super, damit habe ich nicht gerechnet. Müll. Ah, du hast irgendwas für mich auch gesammelt. Irgendein Kommando-Klass-Mod. Ich habe keine Feuerrad, da willst du nicht haben. Achso. Was zum Fick? Okay. Okay, Klapp-Klapp. Aber hier. Klapp-Klapp ist. Treppen hoch. Ja. Warum kann er das im zweiten Teil nicht mehr? Boah, da los. Das ist ja nicht der Klapp-Klapp, das ist ein anderer. Ja, ich weiß, aber trotzdem. Ja, vielleicht ein Ghoul drin, wo man wirklich was machen kann. Ach ja.
Und so, wegen Spoiler schon. Oh, das wird los, später lustig, die ganzen Folgen zu schneiden und so. Tja. Aber ja, hab ich mal was zu tun dann, ne? Bom, bom, bom. Ich treib die Trefferquote nach oben. Tja, Fahrzeug. Ich bin neue Farbe, ich bin neue Farbe. Besorgen wir uns eine Karre. Steige ein. Wunderschön. Geh nach T-Bone Junk zurück. Okay, dann sehen wir uns in T-Bone Junk. Ich bin genau vor einer Mine gelandet. Wow, gut gemacht. Haben Sie manchmal das Gefühl, Sie schießen mit Platzpatronen? Finden die Ladies in ihrem Leben, dass ihre Feuerkraft zu wünschen übrig lässt? Dann brauchen sie Engorge von Atlas. Engorge. Und sie schießen aus allen Rohren. Mit Scooters Ausrüstung ist es mir gelungen, mein Signal in Werbespots für ein Potenzmittel zu verstecken. Wir können jetzt also gefahrlos über Echo kommunizieren. Zu schießen statt mit einer richtigen Flinte? Probieren Sie Engorge und Sie schießen automatisch, vollautomatisch aus allen Rohren. Kurzer Lagebericht. Atlas lagert Waffen in einer Basis jenseits der Fathoms, hinter Moxys Schuppen. Dieses Waffendepot ist der Schlüssel zu ihren Invasionsplänen. Wenn wir es zerstören, könnte es sein, dass sie ihre Pläne aus Kostengründen fallen lassen. Zumindest aber gewinnt der Widerstand, also ich, dadurch Zeit für Vorbereitung. Alles weitere dort. Akina, Ende. Grimslands können all deine Sicherheitsprobleme lösen. Wir bitten dich nur um eins. Solltest du bei deinen Ausflügen auf Banditen treffen, die gegen die Verkehrsregeln hier draußen verstoßen, darfst du ihnen gerne Lichter ausboosten. Wir lassen dem gemeinen Volk nur zu gern eine Belohnung zukommen, wenn sie uns Arbeit abnehmen. Oder Energiesauger. Stell dich Stromversorgung für Lockdown Palace wieder her. Ey, ich bin's, Mr. Shank. Lockdown Palace hat ein Problem. Ich habe noch Mr. Shank getötet, egal. Will einer von euch Hosenscheißer da draußen Kohle machen? Die Situation ist folgende. Die Bastarde aus den Banditenlagern auf der Überführung ziehen uns Energie ab. Wir haben hier ständig Stromausfälle. Es ist grausam und eine ungewohnte Strafe für uns. Keiner legt sich mit Mr. Shank an. Ich will meine Energie wieder haben. Das meiste haben wir irgendwie zusammengebastelt, um den Turm zu zerstören, über den sie uns bestehlen. Aber es gibt da ein paar Kleinigkeiten, bei denen wir Hilfe brauchen. Sprengstoff und so. Erledige das für mich und ich werde dich das nächste Mal nicht töten. Naja, vermutlich nicht. Okay. Also, bevor du mit dieser Quest angefangen hast, hier vorzulesen, ne, haben die ganze Zeit irgendwie der Lautsprecher durcheinander geredet. Gleichzeitig dann auch noch Scooter mit. Ich hab verstanden, was du gesagt hast. Ja, gut, kannst du ja jederzeit nachlesen, ne? Hallo. Kann ich was für dich tun? Hey, Scooter. OMG. MTW. Hast du die Lancer MTVs mit den D-Dingern gesehen? Mann, so eins brauche ich. Wenn du mir ein Lancer DigiStruct-Modul besorgst, kann ich dir das Catch-Ride-System laden. Wie sieht's aus? Hast du Lust, so ein Ding zu besorgen? Klar. Ich komme gleich zur Sache. Hi. Zwei Ziele müssen erreicht werden, um das Waffendepot zu zerstören. Erstens, es muss ein Zünder gebaut werden, der ein Signal an die Bomben im Depot sendet und ihre Detonationssequenzen aktiviert. Um die dazu nötigen Teile zu bekommen und zu montieren, muss man das Atlas-Computernetzwerk kennen. Also ist das mein Job. Zweitens, der Zugangscode zum Depot wurde geändert, als ich abgehauen bin. Deine Mission ist es, uns den neuen Code zu besorgen. Okay. Treffen.
Asina hat einen Plan. Höchste Zeit, Lenz ein wenig anzuheizen. Hat eine Waffe für dich. Kuhknacker-Analyse. Gut, Kacker. Ja, genau. Asinas Plan sieht vor, das riesige Atlas-Waffendepot in Deep Phasms in die Luft zu jagen. Wenn dieses gigantische Waffenarsenal erst vernichtet ist, so glaubt sie, würde die Corporation ihre Pläne ändern und den Planeten verschonen. Deine Mission ist es, den geheimen Zugang kurz zum Waffenlager zu beschaffen. Und dieses Vibe ist Rache. Als ich noch bei den Crimson Lands war, haben zwei Leute uns besonders für Unruhe gesorgt. Sie hießen Kairos und Typhon, die grausamsten Offiziere der Armee, die anderen gerne erniedrigt haben. Ich bin mehr als einmal mit ihnen aneinander geraten und hätte sie gern aus dem Weg geräumt. Aber da waren diese Vorschriften, die das Töten verbündeter Offiziere untersagten. Jetzt habe ich nichts mehr damit zu schaffen. Wenn du ihn irgendwie da draußen begegnest, gebührt dir die Ehre. Du solltest mit deiner Recherche in dem Crimson Land im Norden anfangen. Wenn du in die Basis reinkommst, findest du vielleicht Aufzeichnungen zum Zugangscode. Okay, Asina, okay. Aber wie es dann mit den Quests und so weitergeht, das seht ihr natürlich wieder in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.